gut, Therion kann jetzt auch schon seine zweite 5000er Fähigkeit lernen, mit welcher er, ja, einen Angriff startet, der uns Geld bringt, was ich also niemals einsetzen werde wahrscheinlich, außer ich brauche echt dringend Geld. Ja, so in etwa. Ansonsten wurde es auch noch gewünscht, dass ich mal eben die Level und Status-Gedingse der ganzen Charaktere zeige. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass der dritte Charakter, also an dieser Stelle gerade mal Cyrus, komplett irrelevant ist. Ich stecke da nicht wirklich viele Gedanken rein, weil der dritte Charakter immer der ist, den ich durchwechsel einfach. Das heißt, nicht beachten eigentlich. Die machen eigentlich immer, was sie gerade machen müssen, damit ich halt irgendwie die ganze Party sinnvoll voll habe. Nicht das, was am besten für sie wäre wahrscheinlich. Meine Party ist also echt nicht gut durchdacht im Endeffekt. Das weiß ich. Leider. Oh Mann. Ich halte mal eben voll alles. Und gucke dann, dass ich die... Wie heißt das, den FP auch noch voll heile. Und dann können wir auch zum nächsten Boss, würde ich sagen. Das wird interessant. Ja. Gehen wir mal rein. Oh. Hübsch. Ja, richtig. Professor. You just couldn't leave well enough alone, could you? You disappoint me, Cyrus. I took you for a more logical man. Headmaster Yvonne, what do you intend to do with her? The girl went poking around in my secrets. I fear she can't be allowed to live. And so, I'll finish off teacher and student in one fell swoop. You'll not lay a hand on my pupil! I'll see to that! You seem terribly agitated, Cyrus. It's not good for the humors. It's one of those blood crystals. Oh, ja gut. You will taste the power I summoned from the far reaches of hell. Ich dachte schon, es käme wieder ein cooler magiebasierender Boss, von dem wir einfach alles reflektieren können. Das wäre schön gewesen, aber nein, offensichtlich nicht. Und sogar zwei Ads aus dem Nichts. Das ist super. Das habe ich ja besonders gern. Und mal sehen, was wir so machen können. Ein paar Schwächen haben wir jetzt schon. Licht und Blitz. Ich denke mal, wir werden jetzt erst die Ads los, wie immer, ne? Also, Papier spenden an Olbrich. Wir haben jetzt auch zwei Magier dabei, also mehr als genug Möglichkeiten, um Magie reinzuhauen. Die Frage ist halt, ob der da hinten auch noch irgendwelche Magieschwächen hat. Ha. Ich will sowieso gucken, wie viel Leben er hat, also mal sehen. Also, 60.000 und er ist nur gegen Licht anfällig. Das ist super, das bringt mir gar nichts, also dass ich zwei Magier dabei habe, ha? Außer für die Ads halt. Wobei, dann kann Cyrus mit seinem Stab draufhauen, das ist auch irgendwie sinnvoll, ne? Okay, du kannst natürlich wie immer verweilen erstmal. Das sind drei Runden, ne? Reicht das? Nein, dann machen wir... Dann machen wir lieber was anderes, dann kannst du lieber aufstacheln. Und bitte nicht sterben dabei. Ich weiß, deine Verteidigung ist noch nicht gestärkt, aber egal. Aha. 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 Okay, passt schon. Dann kannst du jetzt noch eine starke Mauer dazu bilden. Und du kannst den Abwehrschleier zumindest mal auf Ulrich einfach draufpacken. Wobei, wenn die AOEs einsetzen, ich weiß ja nicht, was sie für Magie hat. Sie haben ja auch keine Magie eingesetzt bis jetzt, also, hä. Aber mal sehen, mal sehen. Ich bin gespannt, okay? Wir warten einfach ab. Ansonsten mehr BP spenden an Olbrich. Oder hast du noch einen anderen Job? Ich glaube nicht. Irgendeine physische Schwäche hat der Boss noch. Die wüsste ich eigentlich nur gerne, aber... egal. Egal. Okay, wie sieht die Reihenfolge in der nächsten Runde aus? Okay.
Gut, ich weiß, was ich mache auf jeden Fall. Wir werden jetzt noch einmal die physischen Angriffe buffen. Also haben wir noch gar nicht, aber machen wir jetzt auf jeden Fall. Und das macht einiges an Schaden, das ist ziemlich schade. Er ist stumm. Oh, das ist super. Ich liebe es, wenn er stumm ist. Das war meine ganze Taktik fast kaputt. Und Cyrus ist tot. Ach ja, wie gesagt, ne, ich hätte es nicht so machen sollen, wie ich es gemacht habe. Auf keinen Fall. Egal, wir probieren noch ein bisschen rum jetzt gerade mal. Ich wollte jetzt da drauf hauen. Was machen wir? Jetzt soll ich eigentlich debuffen gleich, ne? Aber das geht ja offensichtlich nicht mehr, wie man sieht. Deswegen ich jetzt einfach... Obwohl, das ist relativ... Ah, ich kann nicht mehr debuffen. Das pisst mich so sehr an. Egal. Jedenfalls muss ich ihn mal entstummen. Und zwar mit Schreikraut. Deswegen habe ich auch das, nee, das war gegen Blind, ne? Ja, egal. Blindheit, nevermind, ist was anderes. Habe ich verwechselt. Ist egal. Kann passieren. Das will ich ja gar nicht einsetzen gegen ihn. Ja, egal. Dann mache ich halt so. Passt schon. Macht auch Schaden, aber die leben beide noch. Ich weiß nicht, wie viel Leben die haben, aber ich hoffe nicht mehr so viel jetzt. Es sind jetzt eher alle tot, also ich würde sagen, ich kann jetzt aufgeben einfach. Und wir gehen das nochmal ein bisschen anders an. Definitiv. Ein ganzes bisschen. Ein ganzes großes bisschen sogar. Oh mein Gott. Okay, also, Sertiges Verführung packen wir auf Cyrus diesmal, damit er dann gleich den Abwehrschleier auf alle packen kann. Er, also Ulbrich, ja, pullt schon die Enemies auf sich mit Aggro-Dings. Na ja, das waren alle meine MMO-Wörter, die ich gerade in einen Satz packen konnte. Und ja, hat physische Verteidigung erhöht. Du kannst jetzt auch direkt schon verweilen, würde ich sagen, langsam mal. Eigentlich schon, ja. Und wir sehen jetzt auch, dass der Boss gegen Dolch anfällig ist und die anderen Gegner gegen... ja, Speere. Und er ist jetzt anscheinend auch eine physische AOE ein. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Das macht mir echt Sorgen. Okay, packen wir schon mal den Abwehrschleier erstmal auf für eine Runde. Und dann gleich, wenn wir die Bußpunkte voll haben, kann das nochmal einsetzen. Nämlich so direkt am Anfang. So, einmal zumindest abgewehrt. Wieder reflektiert. Das ist sehr angenehm. Macht nämlich schon mal einiges an Schaden. Und er greift normal an. Das ist super, das ist perfekt. Jetzt kannst du das nämlich komplett aufladen. Einmal Abwehrschleier auf alle für vier Runden oder für vier Aktionen. Ich glaube, es zählt nämlich doch nur für vier Angriffe und nicht für vier Runden. Na egal. Du kannst jetzt. Ich würde sagen, du haust einfach zweimal da drauf. Weil ich glaube, AOEs bringen mir eh nicht so viel, oder? Wir machen das so jetzt. Wir machen das einfach so. Obwohl du hättest jetzt auch. Egal. Passt schon, ja? Ist alles nicht so schlimm. Wir machen das jetzt einfach. Sind beide gebrochen. So oder so. Jetzt hast du nochmal drauf, bitte. Du lebst noch, okay. Aber du kannst nichts mehr machen. Geil. Also, du kannst jetzt natürlich selbst einen Schreikraut einsetzen, aber du könntest auch in der nächsten Runde sterben, ist das Ding, weil du bist jetzt ziemlich am Arsch und ich scroll nach unten natürlich, wie immer. Ich liebe es, nach unten zu scrollen, wusstet ihr das schon? Schreikraut, ja, musst du machen. How about this? Obwohl, ich hätte mich lieber heilen sollen, glaube ich. Das hätte jemand anders mal den Schreikraut machen können. Ja, ich hätte mich lieber heilen sollen, aber ich lebe noch. Also, alles gut, nicht wahr? Alles gut. Im Endeffekt. Ende gut, alles gut, bla bla bla. Immerhin, ne? Immerhin. I'm ready. Mein Gott, mein Gott. Gute Frage, was tun wir jetzt? Ist eine sehr gute Frage sogar. Das macht nicht so viel Schaden halt, ne? Ich mach das nur so rein einfach. Ja, 600 Schaden, also es lohnt sich sowieso nicht, also wollte ich jetzt keine Boostpunkte dafür verschwenden, glaube ich. Ja, mach einfach damit weiter, bitte. Das ist jetzt ja dein Hauptjob. Und dann mal sehen. Das wird ihn nicht umbringen. Das wird ihn auf jeden Fall umbringen. Ich hab halt nur einen von beiden. Das ist das Ding. Will ich das jetzt dann machen? Wie viel? Das kostet 30. Ist das sinnvoller? Oder ist das andere sinnvoller? Stell dir mal jetzt so, komm. Wir können mit ihren AOE sowieso nicht so viel anfangen. Weil es eher das reflektiert wird. Im Endeffekt tut sie das dann noch eher wahrscheinlich. Das wird viermal direkt reflektiert auf dich. Macht einiges an Schaden. Das ist, glaube ich, sinnvoller dann so. Dann sollen sie sich doch bitte selbst umbringen jetzt gerade.
Sind sogar beide, glaube ich, rot. Na ja, gut. Dann kümmern wir uns da jetzt nicht mehr großartig drum. So, dann bereiten wir uns schon mal auf den nächsten Angriff vor. Und zwar auf den Hauptangriff. Der hat 60.000. Das heißt, ich müsste dreimal mit Brandsdonner draufhauen. Und zwar gebufft und gedebufft halt. Ja, aber das ist an sich machbar. Hoffe ich wirklich. Dafür würde ich jetzt schon mal... Warte mal, wie sieht die nächste Runde aus? Scheiße, sieht die nächste Runde aus, auf jeden Fall. Obwohl, nein, ist okay. In der nächsten Runde breche ich ihn. Mit Primrose. Kann mit Therion vorher noch debuffen. Und mit Olbrich dann schon den ersten großen Angriff reinhauen. Denn, doch, ja, das passt. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann würde ich jetzt die physischen Angriffe von ihm steigern. Mit Therion würde ich mich jetzt darum kümmern, die BP aufzufüllen. Ich meine, die Reihenfolge ist an sich egal, oder? Ja, ich denke schon. Aber ich sollte gleich nicht den Fehler machen, den ich schon mal gemacht habe. Sein, komischer Buff da läuft gleich aus von Olbrich, dass er die Gegner pullt. Das heißt, das muss ich gleich nochmal erneuern. Das habe ich beim letzten Mal ja zweimal verkackt. Also, BP spenden komplett an Olbrich, bitte. Bitte nicht töten. Holy fuck, habe ich das nicht verdient zu leben. Oh Gott, nächste Runde wird Sekt. Das klappt nicht. Nächste Runde klappt nicht so wie geplant. Auf keinen Fall. Hahaha. Ich muss jetzt heilen, sonst bist du tot. Das ist halt das Ding. Aber ich muss auch entstummen. Aber, ja egal. Komm, machen wir. Muss jetzt alles sein. Das bringt gar nicht, Olbrich ist tot, Olbrich ist am Arsch. Das wird reflektiert, das ist nicht schlimm. Aber jetzt ist der Boss nochmal dran und das wird Olbrich töten, glaube ich. Und das ist kacke, dass es ihn tötet. Komm, stirb endlich, danke. Okay, er bufft sich nur. Das ist kacke, das ist grauenhaft, oh mein Gott. Okay, es dauert jetzt aber, bis er wieder dran ist. Eine ganze Weile sogar. Also würde ich sagen... Du debuffst jetzt. Mhm. Und zwar erstmal sein... Du musst zweimal debuffen, das ist das Ding. Okay, egal. Verringert die physische Verteidigung erst einmal. Okay, gut. Jetzt ist der Buff von ihm nämlich schon mal weg. Dann kannst du jetzt... Eigentlich entstummen, glaube ich. Ich glaube, das wäre jetzt so dein bester, wichtigster Job. Erstmal. Ja. Wo ist denn das? Da war es doch schon bestimmt. Ich habe nicht hingeguckt. Wieder mal. Wie immer. Schreikraut. Da. Stay strong. Jetzt hast du irgendwelche Magie rein, bitte. Am besten. Ja, das wird respektiert. Dann bist du auch tot jetzt. Gehe ich von aus. Wäre seltsam, wenn nicht sogar. Yep. Okay. Dann... Kannst du deinen Buff bitte verlängern, einfach, Verweiler? Dann kannst du eigentlich. Das ist nur noch diese Runde den Buff, dann setzt du das nochmal ein, aber an sich setzt er ja keine magischen Fähigkeiten ein, oder? Egal, machen wir jetzt trotzdem einfach drauf. Weil du es jetzt nur noch kannst und danach nicht mehr. So, jetzt kannst du die Verteidigung debuffen, bitte. Physische Verteidigung. So, das wird reichen. Gut. Du kannst ihn jetzt brechen. So. Und jetzt soll doch nicht alles nach Plan laufen. So, einmal komplett gebufft. Rein damit. 22.000 Schaden. Also schon mehr als ein Drittel auf jeden Fall der Leben. Dann kannst du jetzt tatsächlich einfach mal heilen. Mit einer Heiltraube M auf Olbrich. Seine Verteidigung müssen wir gleich nochmal neu buffen, aber das kann Primrose halt gleich machen, das ist kein Problem an sich. Ansonsten, will ich noch irgendwas Wichtiges tun, ist die Frage. Weiß ich nicht. An sich nicht, nein. Wir können aber... Nee, das bringt alles nichts. Dann heil weiter, bitte. Wir haben genug Heiltrauben auf jeden Fall und... Er muss bitte voll geil sein, auf jeden Fall, komplett.
Ich bin wieder angespannt, das merkt man, ne? Tut mir leid. Du kannst dich schon mal darum kümmern, dass dein Angriff nicht mehr gebufft ist, weil sonst sind wir gleich komplett gefickt. Debuffen kannst du es auch gleich eigentlich, sobald wir damit fertig sind. So, und du kannst die Verteidigung neu buffen von Ulbrich. Und zwar auch eine ganze Weile sogar. Eigentlich könntest du das für alle machen, oder? Vielleicht machen wir das einfach für alle. Dann dauert es jetzt zwar noch eine Runde, aber das ist okay. Wobei, habe ich nicht gesagt, ich sollte darauf achten, dass Ulbrich bitte weiterhin pullt? Tut er nämlich nicht. Und ich habe auch nicht darauf geachtet, dass ich... Habe ich schon mal gesagt, dass ich dumm bin und mich hasse? Okay, wie viel Schaden macht? 10.000 bitte? Gut. Jetzt sind die Hälfte seiner Leben weg, immerhin. Das heißt, wir müssen das noch einmal schaffen. Er erhöht natürlich seine Verteidigung, das ist klar, aber er hat mehr Schwächen auch. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Und er macht diese Runde nichts mehr. Und ist auch erst am Ende der nächsten Runde dran, das heißt, er ist tot. Wenn ich mir jetzt Mühe gebe, ist er tot. Ich muss keine Verteidigung mehr buffen jetzt. Das heißt, ich kümmere mich jetzt komplett auf Angriff. Das heißt, du füllst bitte deine FP mal selbst auf, obwohl du kannst auch einfach mal verweilen. Du kannst die FP wieder auffüllen, bitte. Warum scrollst du wieder unten? Ich weiß es nicht. Du kannst Boostpunkte verteilen. In der nächsten Runde kannst du noch debuffen. Oh, das läuft alles super. Und du kannst es schon mal einmal draufhauen, das reicht. Du kannst jetzt zweimal draufhauen. Du kannst jetzt die Verteidigung debuffen. Ja, das sollte reichen. Cyrus kann jetzt zweimal mit dem Stab draufhauen. Dann sind wir noch dreimal oder viermal, um ganz sicher zu gehen, dass er auch auf jeden Fall oft genug trifft. Könnte ja verfehlen, ne? Das wäre ja blöd. Wir wollen ja jetzt kein Risiko eingehen, weil sonst sind wir am Arsch. So, brennt Sonne einmal drauf. Oh, das machen wir nochmal. Kann er nicht nochmal. Okay, er ist direkt wieder dran, das ist schade. Aber trotzdem, einfach Kreuzschlag. Das sollte ja auch eigentlich schon reichen. Oder fast reichen zumindest. Es reicht. Okay, easy. War gar nicht so schlimm. Ist voll machbar. Mit ein bisschen Taktik und so, ne? So ein bisschen Gehirn da reinwerfen und dann klappt das alles. Hab sogar einen großen Energiegranatapfel bekommen. Vielen Dank dafür. Das kann ich gebrauchen, wie immer. Absurd. Ich bin allmächtig. Ich bin ewig. Unsterblich. Ja, das merke ich. Unsterblich? Lügen. Das waren alles Lügen. Lügen. Wer hat euch angelogen? Ich darf so nicht enden. Ich darf nicht. Okay, keine Antworten, wie immer. Nur mehr quälende Fragen. Oder wie hast du es ausgedrückt, Cyrus? Hallo, Frau, die mich hintergangen hat. Professor? You have my gratitude. Hab vielen Dank, Therese. Ihr habt mir das Leben gerettet. Thank goodness. Oh, Professor, ich bin so froh, dass ihr... Was habe ich getan? Ein Dozent, der das Leben seiner Studentin gefallen... Willst du jetzt schon wieder die Schuld auf dich nehmen, du... Oh, Cyrus. Cyrus, du bist nicht daran schuld, Mann. Come on. Über meine Verfehlungen kann ich später noch nachgrübeln. So muss ich euch in Sicherheit bringen. Das solltest du wohl, ja, super. Du bist trotzdem ein Idiot, aber das ist am Rande. Oh mein Gott. Awake, are you? Yes, Professor. Therese, I must know what you saw and heard. You'll tell me, yes? Yes, Professor. One day I heard the headmaster talking to someone in his office. I couldn't make out the other voice, but they were talking about you. They were saying they would see you dead. And so I... You came all the way here to warn me. Yes, Professor. I see. Well, Therese. As your teacher, I must scold you for your most reckless and careless actions.
I understand, Professor. But one thing is also clear. Were it not for your actions, I would have died in that dark pit. And so, as a man, I owe you a debt of gratitude. Thank you, Therese, from the bottom of my heart. But you must promise me one thing. What is it, Professor? In the future, pray consult someone you can trust before embarking on such a dangerous course of action. Man kann aber niemandem vertrauen in dieser Welt. Solltest du doch gemerkt haben. I'm sorry, Professor, but I did learn from the best. I suppose you did. Professor, I must continue my journey, but I will send letters. Yes, I'll include assignments to keep your mind sharp. Ja, genau das wollte sie. I look forward to that, Professor. But I think we've talked enough for the day. You should rest. Wait, Professor! The headmaster. He said one more thing. Hmm? What's this now? He said that once you were out of the way, there was a place he would go. Intriguing. And where might that be, pray tell? I appreciate your concern, but I will go there. I must. In a way, we are not so different, the headmaster and I. Professor. That unquenchable thirst for knowledge, bordering almost on obsession. And yet, our philosophies regarding the ultimate purpose of knowledge could not be more different. The headmaster used his position and prestige to hoard knowledge for his own foul ends. As an academic, I cannot forgive this. Knowledge is for one and all. We inherit the knowledge of our ancestors and pass it on to those who follow us. Headmaster Yvonne believed true knowledge should begin and end with him. He was wrong. Always remember this, Therese. Knowledge is a bounty to be shared by all. A bounty? The more of us that possess true knowledge, the richer we all become. Those who seek knowledge must never forget this. That is what I believe. Those who would use their knowledge for nefarious ends must be stopped. So, it would be wrong of me to keep this to myself. The headmaster said he was headed to the town of Duskbarrow. I see. Thank you, Therese. Do not worry. Your teacher will not make the same mistake twice. When I act, I will exercise due caution. I can believe you this time? Please do, my dear girl. If you say so, then I shall see you when you return. You have my word. I will arrange for someone to look after you until your strength returns. Nun gut. Therese scheint ein gutes Mädchen zu sein. Sie hat Verstand und Mut und würde euch offenbar bis ans Ende der Welt folgen. Ich erinnere mich an Zeiten, als ich noch ebenso leidenschaftlich war. Ja? Aber es ist nicht an mir, euch mit der Nase auf alles zu stoßen, nicht wahr, Professor? Ich fürchte, ich verstehe nicht, worauf ihr da anspielt. Ja, ich schon.
Ich sage ja nur, sie ist den weiten Weg wegen euch hierher gekommen. Oh, tatsächlich. Sie ist eine wirklich eifrige und pflichtbewusste Schülerin, oh ja. Dass eine solche Reise aus Sorgen um das Wohlergehen ihres Lehrers macht, ehrt sie. Ich glaube, versteht nicht ganz. Nichts davon das Herz eines Lehrers mehr als eine Schülerin, die sich so hingebungsvoll ihren Studien widmet. Ja. Stimmt was nicht, Primrose? Nein, ich habe anscheinend nur etwas missverstanden. Nein. Nein, Prim, alles in Ordnung. Oh Mann, warum bist du so dumm, Cyrus? So dumm! Und so klug zugleich. Duskbarrow. Whatever did the headmaster seek there? Judging from his transformation to that dreadful beast, the power he obtained was an unholy one indeed. Is it possible that the tome holds not only the secrets to death, but new forms of life? And yet, I find it hard to believe that transforming himself into a demon was the headmaster's ultimate goal. After all, did he not say he was betrayed? And the original copy of the tome is still nowhere to be found. So many questions remain. But now I know where I can find the answers. On to Duskbarrow, and whatever dark secrets await me there. Da bin ich auch mal gespannt. Diesmal werden wir zumindest nicht mehr verfolgt, nicht wahr? Und so lässt Cyrus Steingrad hinter sich, nachdem er Zeuge der albtraumhaften Kräfte geworden war, die in den Seiten des uneinvollen Buches schlummerten. Aber wonach suchen Ivan und seine Gefolgsleute in Wahrheit? Egal ob er bereit war, sich ihn zu stellen oder nicht, Cyrus würde seine Antworten finden. In Schummerhügel. Ja, weiterhin eine der Geschichten, die ich auf jeden Fall am interessantesten finde, die von Cyrus. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir so für Antworten finden werden. Und ob die alle befriedigend sind, ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen, wie gesagt. Aber bis dahin beenden wir erstmal das dritte Kapitel von Primrose noch im nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch, ich freue mich auf jeden Fall sehr, das ist ja so mein Highlight irgendwie, weil ich Primrose sehr gerne mag. Aber ja, lasst auf jeden Fall wie immer einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.